Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Kawaii Box Opening Video von mir. Und ich habe die Box bekommen vom Februar. Was haben wir? April, ne? Ne, vom März. Hä, wie kriege ich die denn immer? Also im Januar habe ich die bekommen von Dezember. Im Februar habe ich die bekommen vom Januar. Und im März habe ich die bekommen vom Februar. Und im April habe ich die bekommen vom März. Also müsste es die vom März sein, und wenn nicht, ist es eine Kawaii-Box aus irgendeinem Monat von diesem Jahr. Und kam dieses Mal relativ früh an, ich habe aber das Video noch nicht geschafft zu drehen. Es kam sogar schon am 7. an oder so normalerweise. Es kam sogar schon früher an, das kam schon noch im letzten Monat an. Irgendwie so 28. was auch immer. 3. Und ja, auf jeden Fall ist sie jetzt schon da. Und jetzt kann ich es ja nicht aufmachen, und ich glaube, ich habe mich leider schon gespoilert, weil bei Facebook gibt es ja so eine Werbeanzeige von denen, und ich weiß nicht genau, ob die schon immer das anzeigen, was drin ist in dem vorherigen Monat. Aber wenn das stimmt, was ich gesehen habe, dann ist es eine ziemlich geile Box. Und wenn nicht, hoffe ich, dass sie noch geiler ist als die vom letzten Mal, und dann fangen wir doch gleich an. So, da bin ich wieder. Ich habe mich hier gerade versucht, an meinen Schreibtisch zu setzen, und es ist irgendwie super eng hier, aber ich hoffe, es funktioniert. Und wenn es ruckelt, dann sind das meine dicken Beine, die am Stativ rumwackeln. Aber wie ihr seht, soll das hier jetzt so mein Ort werden, wo ich immer meine Videos drehe. Ich habe ja auch schon so ein bisschen Deko, sorry, hingepackt. Und ja, fangen wir doch erstmal mit der Kawaii-Box an, weil darum geht's ja auch. So. Erste, oh, hallo. Übrigens ist es wieder eine normale Box und nicht so wie vom letzten Mal so eine Triple-Box. Aber, Mamfi, bist du das? Ja, hör mal auf, am Karton jetzt zu knabbern. Muss das jetzt sein? Otto. Oh, so. Wie gesagt, es ist eine gute Box diesmal, aber letztes Mal hieß es ja, das ist eine schlechte Box, toller Inhalt. Und wenn wir jetzt wieder eine gute Box haben, hoffe ich, dass es nicht wieder Kackinhalt ist, sondern ein guter Inhalt. Aber ja, fangen wir doch einfach an. Hier sehen wir diese Folie. Was ist das? Wie cool. Sieht richtig lecker aus. Sind das Pralinen, die man so selber machen kann? Achso, man muss einfach nur das Zeug warm machen, und dann kann man das in diese Dinger reinfüllen, und dann macht man es einfach ins Gefrierfach, und dann sieht es geil aus. Das können wir auch mal ausprobieren, aber das sage ich ja ständig, dass wir was ausprobieren, also, beziehungsweise ich was ausprobiere von diesen DIY-Candies, und ich mache es nicht, weil ich dumm bin. Und Mampi will auf dem Schreibtisch, und das ist nicht nett, Mampi. Man geht nicht auf Tische. So, und dann was? Ein Emoji? Ist das euer Ernst? Ist das euer Ernst? Das ist nicht kawaii. Das ist ein Emoji. Das ist so. Wenn ich ein Emoji sehen will, dann mache ich ihn in meinem scheiß WhatsApp, Mann. Ja, ist aber trotzdem irgendwie cool. Aber hätte ich nicht den Scheißhaufen kriegen können? Oder so? Und nicht dieses Kackvieh hier? Mano. Scheiße. Naja, auf jeden Fall ist es nicht die Kawaii-Box, die ich gesehen habe, weil da war ein richtig geiles Plüschi drin, und ich habe mich schon mega drauf gefreut, aber tja, falsch gefreut. Dann ein blaues Armband. Das ist schon mal scheiße. Dann haben wir ein Pass, oh, ein Schloss. Oh, das ist aber süß. Aber da bist du wahrscheinlich nicht so abgesichert mit. Da ruckelst du einmal dran, ist bestimmt schon kaputt. Aber es sieht süß aus, und das wollen wir ja in der Kawaii-Box, ne? Aber ich hätte keine Ahnung, wo ich das jetzt dran mache. Mampi, das mache ich an deinem Käfig in der Nacht, wenn du so frech bist. Ja, ja, da guckst du, ne? Mäuschen. Ja, du kannst nicht auf den Tisch. Also, du kannst schon, aber sollst du nicht. Und eine Schleife. Was ist denn hier? Ein Haargummi oder so? Was ist das denn hier? Was ist das? Das kann ja, das ist so klein, dass das kaputt macht. Mampi, das guckst du hin. Mampi, mach's kaputt hier, bitte. Aber ihr könnt den nicht sehen, das ist nicht so lustig für euch. Aber ich habe hier Spaß mit meinem Mampi. Dann haben wir. Ich habe aber was Cooles gesehen. Was ist das? Love, Blue Sky. I love the clear blue sky. Oh. Ein Notizheft. Muss ja jetzt nicht so schlecht sein. Sieht doch ganz süß aus. So, mit so einer Geisha drauf. Ja, dann ist noch mal, ist das irgendwie eine Marke? Und da unten steht I love winter always. Das ist eine Lüge. Ich hasse Winter. So, dann. Ich sehe was Cooles. Und das ist auch irgendwie cool. Weil
ich habe ganz oft Nachtdienst und ich habe keine richtigen Jalousien in meinem Zimmer, also in unserem Schlafzimmer von mir im Freien, sondern nur solche Vorhänge. Die dunkeln auch schon ab, aber manchmal ist mir das trotzdem noch zu hell. Und nachts ist es eigentlich ganz cool. So, finde ich. Das kann ich gebrauchen. Das erste von den Dingen, die ich gebrauchen kann. So, dann. Mega cool. Das ist so ein Waschlappen, aber halt mal ein süßes Waschlappen-Design und nicht so wie das letzte Mal oder bei meiner ersten Kawaii-Box. Erinnert ihr euch noch an diesen ekelhaften Lolli, was auch immer Schwamm, den ich im Müll geworfen habe? An den habe ich Evi geschenkt. Aber Evi ist sowas wie Mülleimer. Ah, nein, Spaß, sorry. Evi, I love you. Und ja, da freue ich mich richtig drüber. Davon habe ich ganz viele von diesen kleinen, weil ich die immer für meinen, abends für mein Gesicht benutze. Da habe ich schon welche von Ariel und Elsa und Sailor Moon und Monster High und mit Eulen und sowas. Und jetzt habe ich welche mit diesen Kawaii-Katzen und Wolken und Sternen und Happy Mind. Wisst ihr Bescheid? Aber es ist voll wenig diesmal drin. Aber auf jeden Fall mal wieder ein Stift. Wie? Das? Ach so, ich wollte schon sagen, es ist einfach nur ein Kackstift. Mit einem Bären drauf. Was ist das für einer? Ach, wieder ein Fineliner. Und welche Farbe? Grün! Was habe ich mit einem grünen Stift? Wer benutzt denn grüne Stifte? Was ist los? Naja. Aber da freut sich hier meine Dose voller Schreibers. Oh, was ist das? Oh, Süßigkeiten! Schotti! Das ist Kaugummi, ne? Das ist gar kein Kaugummi und das ist auch keine Süßigkeit, das ist ein Radiergummi. Ich bin voll verarscht worden. Kawaii-Box ist nicht nett. Ich wollte gerade schon in mein Maul stecken. Und ich wette, das ist wieder so ein Radiergummi, der so 2 Cent gekostet hat. Und wenn du das über so eine Bleistiftzeichnung machst, dann... Ja, genau, gönn dir, Motorrad. Voll laut. Und dann verschmiert's alles. Solche sind das bestimmt. Und haben wir noch was außer die Sticker? Nein, aber wir haben... Hundesticker. Oh, ein Yorkie. Ich weiß nicht, ob ihr... Sorry, ich bin dumm. Ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber im Februar ist meine große Liebe, mein Lucky, gestorben. Beziehungsweise wir mussten ihn einschläfern lassen. Aber ich bin super stolz auf meinen Hund. Er ist fast 16,5 Jahre geworden. Also 16 Jahre und 3 Monate, 2 Monate, 3 Monate. Und... Ich bin super stolz auf ihn, aber ich vermisse ihn so unendlich doll. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie doll ich ihn vermisse. Und ich finde das toll, dass ich jetzt einen Gnocchi habe. Den Sticker werde ich mir irgendwo hinkleben, wo der niemals abgeht. Und daneben schreibe ich Lucky. Wie so ein Otto. Aber voll die Süßen. Und warum? Ah, ich habe so weit weg. Der Hund hat nicht mein Gesicht. Warum hat der Hund kein Gesicht? Ah, da! Let's change. Was soll ich denn da groß changen, wenn da nur ein paar Gesicht bei ist? Wie dumm. Ja, es ist nur ein paar Gesicht. Ein paar Gesicht. Also ein paar Augen, eine Nase und ein Mund. Und damit soll ich viel changen? Oh, nee. Aber ist eine süße Idee. Aber trotzdem. Aber ich glaube, das sind bis jetzt meine Lieblingssticker aus der Kawaii-Box. Weil die echt süß sind. Ja. Und das war's auch schon. Und dann gibt es hier wieder nur... den Zettel von der Kawaii-Box, wo man sieht, was man alles hätte Cooles bekommen können in der Vergangenheit. Und jetzt bekommt man sowas. Danke dafür. Aber guck mal, hier ist so eine... Oh, das war meine... Ich weiß nicht mehr, das war irgendwann vibriert. Ja. Die Karten und die Karten. Und jetzt brauche ich nochmal eure Hilfe. Und zwar, ich bin am Überlegen, ob ich die Kawaii-Box nicht abbestelle und dafür die... Q-Box, ich weiß nicht, was das für eine Box ist. Auf jeden Fall kostet die 5 Euro mehr. Da hat mich ein Zuschauer drauf gebracht in einem Kommentar. Und da sind wahrscheinlich nur so lizenzierte, heißt das so? Also so echte und keine Fake-Sachen drin, weil bei der Kawaii-Box, ich meine, das ist nicht original, würde ich jetzt mal stark behaupten. Drinne und, hey, was laber ich? Auf jeden Fall, was meint ihr? Soll ich die Kawaii-Box abbestellen und dafür die Q-Box oder was auch immer ihr Name Box ist? Oder soll ich bei der Kawaii-Box bleiben? Ich bin mir nicht sicher. Bei 22, 23 Euro ist auch schon viel, aber 18 Euro ist auch viel. Also die paar Euros machen es keinen Unterschied. Also. Naja, dann erstmal danke fürs Zuschauen. Ich weiß nicht, ob ich die Box besser fand als vom letzten Mal. Aber ich glaube schon, bis auf den Plüschi, der war mal wieder total der Reinfall. Ich frage mich, wann endlich mal ein geiles japanisches Kawaii-Plüschi reinkommt und nicht irgend so ein Müll. Aber okay. Vielleicht hat sich das da jetzt aus Kawaii geboxt.
und wir haben das nächste Mal eine andere Box hier zu sehen. Auf jeden Fall könnt ihr das gerne entscheiden. Schreibt es in die Kommentare. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!